Hi, ich bin's Paul Kramer von lkwfahrergesucht.com. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auf geht's mit der neuen Folge. Erstmal Hammer, dass ihr wieder dabei seid und nächste Woche geht's ab nach Hamburg. Wir werden so ein bisschen mein altes Schaffenfeld erkunden und ich werde euch so ein paar Sachen erzählen. Das wird quasi ein Vlog über Hamburg und was ich da damals am liebsten gemacht habe, wo meine Plätze waren, wo ich mich aufgehalten habe. Und jetzt geht's erstmal los mit euren Fragen. Erste Frage kommt von Carsten, ist ein bisschen länger. Ich mach mal kurz bla 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 bla. Letztendlich geht's darum, ob man Kollegen darauf hinweist, dass zum Beispiel eine Lampe kaputt ist oder die Tür vielleicht nicht richtig verriegelt und so weiter. Hi Carsten, sehr gute Frage und da gibt es nur eine Antwort und zwar auf jeden Fall. Du solltest jeden darauf hinweisen, Lichthupe machen, keine Ahnung was, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Denn du musst es ja schließlich mit deinem Gewissen vereinbaren, wenn dann nachher zum Beispiel ein Auffahrunfall passiert, stattfindet und aufgrund der fehlenden Beleuchtung vielleicht sogar, dann redest du dir oder machst du dir nachher noch ein schlechtes Gewissen. Deswegen ist es auf jeden Fall ganz wichtig, um dich und die anderen zu schützen, dass du die Leute darauf hinweist. Also über Funk ist immer die erste Möglichkeit, sind natürlich nicht mehr viele Deutschsprachige auf den Straßen unterwegs, deswegen Lichthupe zeigen, überholen und zeigen muss natürlich wichtig sein, dass kein Überholverbot ist und man kann auch teilweise bei der Spedition anrufen, das habe ich auch schon gemacht. Das war übrigens die erste Spedition, wo ich gearbeitet habe, bei der Firma Dolch. Hans-Gerd Dolch und ich fuhr hinter dem LKW hinterher, der war auf dem Weg nach Frankreich und ich saß im PKW und ich dachte, oh, der hat hinten gar kein Kennzeichen, der kriegt bestimmt Probleme unterwegs. Dann habe ich da angerufen, Bescheid gesagt, dann ist er umgedreht und hat sein Kennzeichen wieder vom Hof geholt. Das hatten die wohl abgebaut, weil die irgendwas repariert hatten und das vergessen ranzubauen. So viel dazu. Joshua Kehne fragt, hi Paul, ich bin auch im Fernverkehr seit letztem Jahr nach meiner Ausbildung zum BKF unterwegs. Habe jetzt meinen eigenen LKW, natürlich Scania, auch ein bisschen umgebaut und gehe jetzt dieses Jahr auf mehrere bzw. an mehrere Treffen. Wie ist es da genau mit den Lenk- und Ruhezeiten? Da kann man doch auf Out of Scope stellen und dann ohne Karte auch zum Treffen fahren, oder? Auch am Sonntag mit oder ohne Auflieger? Vielen Dank und Grüße aus dem Schwarzwald. Hi Joshua, erstmal Respekt, dass du es geschafft hast, die Ausbildung hinter dir zu bringen und erfolgreich abzuschließen. Und Scania ist natürlich cool. Es gibt die Möglichkeit, auf Out of Scope zu stellen. Alles, was nicht gewerblicher Gütertransport ist, ist eine Out of Scope-Fahrt. Das betrifft die Fahrten auf dem Hof, Fahrten zur Werkstatt oder alle, die halt nicht mit dem Güterverkehr zu tun haben. Nur ist sowas aber nicht gerne gesehen, weil die Polizei auch gerne im Ausland sagt natürlich, hallo, was haben wir denn da gemacht? Haben wir einfach eine Out-of-Scope-Fahrt gemacht? Und da ist natürlich schön, wenn man für sowas Beweismittel und so weiter hat. Noch besser ist es natürlich, wenn du da direkt mit deinem LKW mit sauberer Fahrzeit hinfährst, die Kiste abstellst und auf Pause stellst. Das ist immer der beste Weg auf jeden Fall. Ich habe bei UPS unter anderem gelernt, wir hatten nochmal eine gesonderte Schulung, dass es diese Out-of-Scope-Fahrten gibt. Bei UPS haben wir unter anderem eine Fahrtausbildung gemacht. Egal, ob ich schon zig Millionen Kilometer mit dem LKW gefahren bin oder nicht, bei UPS musste ich nochmal eine extra Fahrtausbildung machen. Wir haben das Ganze auf Out-of-Scope gestellt, weil es kein Transport war. Es war lediglich eine Schulung. Und alles, was also nicht mit dem Transport zu tun hat, ist eine Out-of-Scope-Fahrt. Allerdings ist das immer rechtlich so eine Frage. Normalerweise darf man dann auch keinen Auflieger hinterhaben, weil man sich ja einen Wettbewerbsvorteil erschaffen könnte. Ich würde auf jeden Fall nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich habe auch schon öfter eine Out-of-Scope-Fahrt draus gemacht. Früher mit den Tachoscheiben war das einfacher. Da ist man einfach ohne Tachoscheibe gefahren oder hat die hinterher weggeworfen. Ne? Das geht aber alles nicht mehr. Also wie gesagt, ein sensibles Thema musst du selbst entscheiden. Kommt darauf an, wo du dann danach unterwegs bist. Gloss Gaming fragt, mal so eine Frage, warum bekommt man, wenn man auf einer Brücke steht und LKW-Fahrern winkt, entweder extreme Freude mit Hupen, Lichthupe, dies, das oder den Mittelfinger? MFG Florian. Hi Florian, die Leute, die dir wahrscheinlich den Mittelfinger zeigen, die haben keine super geilen Hupen und keine Beleuchtung dran. Oder sind welche, die halt einfach Angst haben, dass du einen Stein schmeißen könntest. Aus meiner Erfahrung ist es allerdings so, dass wenn jemand auf der Brücke steht und winkt mit beiden Händen, hat er auf jeden Fall nichts in der Hand. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und ich habe mich immer super gefreut, weil da sind meist auch Kinder dabei. Und wir machen Lichthupe, wir machen Randaleleuchten an und Fernlicht und das Kind freut sich. Wir sind ja schließlich nette, freundliche Menschen.
als LKW-Fahrer. Und deswegen, das ist jedenfalls meine Einstellung. Und wer dann Stinkefinger zeigt, das ist einfach nur unnötig und völlig daneben. In meinen Augen finde ich es cool, wenn da jemand steht und winkt und sich freut. In Holland übrigens, total üblich, wenn da irgendwo ein LKW-Treffen ist, dann sitzen die an der Autobahn mit ihren Gartenstühlen, ne? Und dann gucken die schon und freuen die sich schon vom Weiten, ne? Wenn ein LKW kommt. Ne? Also so unterschiedlich kann das natürlich sein. In Deutschland sind wir ein bisschen muffiger, im Ausland ist das ein bisschen angesehener, der Transportsport. Und deswegen winkende Leute auf der Autobahnbrücke finde ich cool. Carlo Schür fragt, moin Paul, was ist eigentlich, wenn du wieder LKW fahren würdest? Würdest du dann auch wieder Videos machen, wie bei TrackTV Doku? Hi Carlo, da Video machen mein Hobby ist oder auch mein Beruf, würde ich natürlich da auch wieder Videos machen. Ob ich allerdings in Zukunft LKW fahren werde, das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, je nachdem, wie meine Lebenssituation ist und was da passiert in meinem ganzen Leben. Aber aktuell mache ich, wie gesagt, Videocheck, Videoproduktion und deshalb momentan kein LKW. On the Road fragt, ohne Aufregen geht es selbst als BKF-Azubi auch nicht. Warum gehst du nicht in die Politik? Einer vom Fach als Verkehrsminister wäre ein Quantensprung. Hi on the Road, es ist so in der Politik, am besten du hast nichts gelernt und hast von der Materie keine Ahnung. Ne? Dann bist du da auf jeden Fall total genau richtig. Du solltest am besten noch ein paar einflussreiche Freunde haben in der Wirtschaft und so ein bisschen dir Geld in die Tasche stecken. Das wäre eigentlich auch genau mein Ding. Aber ich habe wahrscheinlich zu viel Ahnung von der Materie und deswegen werde ich kein Politiker. Aber wir schaffen das. Dick Baumgart fragt, hallo Paul, wieder mal mega geile Folge, mach weiter so. Ich habe auch mal wieder eine Frage, es geht um die Kölbrandbrücke in Hamburg. Kannst du dich daran erinnern, wie du dich gefühlt hast, als du das erste Mal mit dem LKW dort rüber gefahren bist? Ich bin bis jetzt erst einmal dort rüber und mir ging es nicht so gut dabei. Und dann war auch noch Stau. Mir war alles, nur nicht gut. Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern. Hi Dirk, also die Kölbrandbrücke habe ich das erste Mal als kleines Kind gesehen. Da sind wir auf dem Weg nach Kiel über die Kölbrandbrücke gefahren. Mega geil. Also ich finde das super. Und der einzige Nachteil ist, ich weiß nicht, mittlerweile ist glaube ich Überholverbot da. Früher konntest du da noch an den anderen Leuten vorbeiziehen und da war richtig Action. Und wenn du unten dann in den Hafen reinfährst, Hammer. Du kannst alles von da oben sehen. Also ich finde die Kölbrandbrücke eine der geilsten Sachen und ich hoffe, die bleibt auf jeden Fall noch lange in Hamburg stehen. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche auf jeden Fall auch bei der Kölbrandbrücke einen kurzen Stopp machen und ein bisschen filmen. Roger Born, mein Tipp für Anfänger, holt euch eine gute Rechtsschutzversicherung. Kann man immer gebrauchen, besonders bei einigen Firmen. Ja, Roger, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es ist manchmal katastrophal. Es gibt wirklich die schlimmsten Firmen. Und das ist allerdings immer ein Problem, gerade finanzieller Natur, wenn die dann kurz vor der Pleite sind und dann versuchen die sich vor allen zu drücken und es gibt da wirklich jede Menge Ärger. Man muss sich oder kann sich da irgendwie immer einigen, finde ich. Und ich hasse Rechtsstreitigkeiten sowieso und ich drohe auch nicht gerne mit dem Anwalt, wenn mir irgendwas nicht passt. Ich hatte das beispielsweise mal in meiner Anfangskarriere. Ich bin vorher Medikamente als Kurier gefahren, bevor ich LKW-Fahrer geworden bin. Und da hat mir auch einer kein Geld bezahlt. Und was hätte ich machen können? Rechtsschutz, keine Ahnung was. Und in der Zeit, wo ich mich darum gekümmert hätte, hätte ich das Geld, was mir fehlt, wahrscheinlich auch so wieder verdienen können. Und ich bin da einfach hingefahren und ich habe gesagt, hey, der hieß auch Paul. Und ich sage, Paul, was ist los? Wo ist meine Kohle? Und dann, ja, und kriegst du, ich sag ja, da war ich schon zwei Monate hinterher, Paul. Ich sag, ich will meine Kohle jetzt haben. Entweder krieg ich die heute oder du wirst hier was erleben. Und dann hat er sich im Haus verschanzt, da hat er das alles abgeschlossen. Und dann habe ich einfach einen Backstein genommen und ihn durch seinen scheiß Wintergarten geschmissen. Und dann habe ich mir den Typen gegriffen. Seine Frau hat dann die Polizei gerufen, die kann man auch. Und dann gab es natürlich Diskussion. Und dann habe ich gesagt, liebe Polizei, ich möchte mich gerne selbst anzeigen wegen Schwarzarbeit. Und das war ja tatsächlich Schwarzarbeit, ne? Auf jeden Fall. Dann sagte er, nein, nein, das ist alles gar nicht so, wie es aussieht. Und sie hätten ja gar nicht kommen müssen, das ist nur ein Missverständnis, ne? Und auf jeden Fall ist die Polizei wieder abgerückt. Er musste den Einsatz bezahlen. Und ich hatte zumindest meinen Spaß. Scheiß auf die Kohle. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Und der wird so etwas nie wieder mit mir machen. Es gab da auch noch eine andere Spedition, wo ich mein Geld nicht gekriegt habe. Da habe ich gesagt, du, kein Problem. Ich hatte durch Zufall eine Woche vorher Besuch vom Zoll, ne? auch wegen Schwarzarbeit. Und dann habe ich dann noch eine Karte gekriegt, falls ich noch was weiß. Und dann habe ich gesagt, du, ist kein Problem, wenn ich meine Kohle nicht kriege. Hier, die Leute, die kommen nicht besuchen. Das war die Visitenkarte von dem Zollmenschen da. Mir ist das völlig scheißegal. Ich meine, ich würde niemanden, irgendjemanden anscheißen. Ne? Auf jeden Fall kam man mir dann hinterhergerannt, ne? Hat mir fast
die Seitenscheibe vom Auto eingeschlagen und hat dann das Bündel mit Geld reingeworfen. Ne? Also so läuft das. Man darf sich nichts gefallen lassen. Und ich finde, man kann auch alles ohne Anwalt klären. Manchmal ist es klar, wenn man ein Haus abbezahlen muss und man braucht die Kohle, dann ist das natürlich wichtig. Ne? Wenn man das aber irgendwie verknusen kann oder ein bisschen was zur Seite gelegt hat, dann kann dann das eigentlich scheißegal sein. Also das ist meine Einstellung zur Rechtsschutzversicherung. Und das war's von mir, von heute. Ich hoffe, ihr kommt alle gut durch, wenn ihr noch fahren müsst. Und die Leute, die noch nicht fahren, wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß mit meinen Videos. Und ich hoffe, ihr findet bald einen guten Job im Transportgewerbe. Das war's von mir. Nächste Woche in Hamburg. Euer Paul. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Bis dann. Ciao.